schönen Sonntag. Ich habe mich entschlossen, wieder zu fotografieren und ich habe deshalb meine Kamera. Das hier, das ist ein Spiegelreflex-Einsteigermodell von Canon. Fotografieren ist nicht ganz billig. Ich habe dazu auch zwei Objektive. Das ist das 10 bis 18 mm Zoom-Objektiv und das ist das 18 bis 135 mm Zoom-Objektiv. Zur Hand genommen möchte ich Urlaub gerne benutzen. Das Schöne an der Kamera ist, sie ist sehr leicht. Und ich habe mir dazu ein Handbuch gekauft. Hier ist das Handbuch. Und ich möchte das Handbuch nach und nach vorlesen. Und dazu mal mindestens 3-4 Mal die Woche die Kamera in die Hand nehmen. Ich bilde mir ein, dass man so am besten da wieder reinfindet. So. Ich habe mich bei der Kamera als letztes mit der rechten Seite beschäftigt. Und jetzt bin ich angekommen auf der linken Seite. Ich kann mal gerade nachgucken, das ist bei 1.2 alle Bedienelemente im Überblick, die Canon EOS 700D kennenlernen. Die linke Seite, etwas mehr Bedienelemente befinden sich von hinten betrachtet auf der linken Seite. Das ist diese hier. Am Gehäuse sehen Sie zwei Gummilappen. Das ist der erste hier und das ist der zweite. Die schließen auch sehr dicht. Ich hatte das Ding schon, also das Ding, die Kamera schon im Regen mit. Die hat tadellos funktioniert. Das war sehr schön. Die macht auch sehr schöne Bilder. Die nach dem Öffnen mehrere Anschlüsse freilegen. Die Buchse ganz oben, das ist 4, ist... für einen Kabelfernauslöser, zum Beispiel für das Modell RS60E3 vorgesehen. Die sind manchmal ganz praktisch. Genaue Informationen zum Anschließen eines Fernauslösers finden Sie ab Seite 240. Darunter befindet sich die Mikrofonbuchse 5. Ja, habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert auch. Über die Sie ein externes Mikrofon für die Tonaufzeichnung bei Videoaufnahmen anschließen können. Und das interne Mikrofon von der Kamera ist auch in Ordnung. Beim Film ist der Autofokus eine einzige Katastrophe. Beim Fotografieren funktioniert der auch gut. Das Ding hat die Kamera. Ich will die Kamera sagen. Die Kamera hat ein Touchdisplay, über das man scharf stellen kann. Das ist dann allerdings nicht der Spiegelreflexmodus. Das funktioniert auch sehr schön. Was schade ist, ist, dass die Punkte zur Sportmessung bei dem Scharfstellen im Spiegelreflexmodus alle sehr, sehr weit in der Mitte liegen. Man kann zwar durchwechseln, es funktioniert auch, aber jetzt ein Motiv in den goldenen Schnitt legen und die Spiegelreflexkamera als Spiegelreflexkamera benutzen, funktioniert bei der Kamera leider nicht. Da muss man zu teureren Modellen greifen. Mit der AV Out Digitalbuchse 6 verbinden Sie Kamera und Rechner mit Hilfe des beiliegenden Mini-USB-Kabels. Funktioniert auch. Sofern Ihre Aufnahmen auf einem Fernseher mit Composite-Kinch-Eingang betrachten wollen, nutzen Sie ebenfalls einen Anschluss, dann allerdings mit dem mitgelieferten Videokabel, habe ich gerade nicht da. Da die Übertragung via Composite-Eingang analog ist und dabei nicht die bestmögliche Qualität liefert, hat die EOS 700D zusätzlich einen HDMI-Ausgang. Den habe ich auch schon ausprobiert, der funktioniert auch wunderbar. Einen entsprechenden Eingang am Fernseher vorausgesetzt, gelingt damit die Darstellung der Fotos und Filme in bestmöglicher Qualität. Siehe den Kasten auf der nächsten Seite. Das erforderliche Kabel müssen Sie allerdings separat erwerben. Ebenfalls auf der linken Seite des Gehäuses befindet sich die Blitztaste, die im manuellen Modus den internen Blitz der EOS 700D aufklappt. Funktioniert auch. Auf der linken Gehäuseseite befindet sich auch die Abblendtaste.
Zur Prüfung der Schärfentiefe. Durch Drücken der Abblendtaste wird die tatsächlich gewählte Blende eingestellt, sodass Sie über den Sucher oder auf dem LCD-Monitor im Live-Bild-Modus in aller Ruhe die Schärfeverteilung bzw. das Bildrauschen analysieren können. Die Abblendtaste hat nicht immer funktioniert. Das muss ich mir mal angucken, wie das mit der Abblendtaste funktioniert. Naja. Hinweis. Ist ein grüner Kasten. Digitale Daten können über analoge Schnittstellen nur mit entsprechenden Qualitätsverlusten übertragen werden. Für verlustfreie digitale Übertragung hat sich die HDMI-Schnittstelle in Klammern High Definition Multimedia Interface Klammer zu als Standard durchgesetzt. Das Signal sowohl Bild als auch Audioinformationen. Das Signal enthält sowohl Bild als auch Audioinformationen, sodass lediglich ein einziges Kabel erforderlich ist. Durch die hohen Übertragungsraten von bis zu 5 Gigabit pro Sekunde werden Daten in der Regel ohne jegliche Komprimierung völlig verlustfrei übertragen. Die Technik ist wenig störanfällig, sodass selbst Übertragungen mit einem Kabel von 10 bis 15 Metern Länge völlig unproblematisch sind. So, es geht dann weiter mit der Rückseite. Tschüss. Ja, wie gesagt, hier sind die einen. Das ist die Taste zur Korrektur oder zum, wie hat das Ding geheißen? Wie gesagt, es hat bei mir nie richtig funktioniert. Abblendtaste, fand ich schade. Das ist die Blitztaste, die funktioniert normalerweise richtig. Mikrofon, Fernauslöser, HDMI und AV-Out und Digital-Out ist das, ja, gibt es so Micro-USB-Anschlüsse, ich war dabei, das ist richtig. So, ja, das war's für heute mit dem Fotoapparat. Tschüss.